Liebe Videofreunde, wir kommen jetzt zum fünften Gespräch aus des Herrn Magens kreolischer Grammatik. Fünftens, beim Frühstück. What do you have for frukost? Was gibt's zum Frühstück? Die hab Sussis en Eierstrüff. Es gibt Bratwürste und Eierkuchen. Dino hab van die Koham. Gibt es nichts von dem kalten Schinken? Die hab Beetje. Es gibt ein wenig. Mino mankiersi Krüto. Ich brauche keine Reste. Vadico Salt Fleisch. Wo ist das kalte gesalzene Fleisch? Dikakaba. Es gibt keines mehr. Vadibran Ferki Ribetje Ben. Wo sind die gebratenen Schweinsrippen? Hidi Ben. Hier sind sie. Deck die Tafel. Deck den Tisch. Jukka Kriskon Tafelhut. Hast du ein sauberes Tischtuch bekommen? Du Stuhl na die Tafel. Stell Stühle an den Tisch. Bring die Jet. Bring das Essen her. Asiendo blief sit näher. Ich bitte, setzt euch nieder. No maxo musi Kompliment. Uns einmal bin hui friend macando. Mach nicht so viele Komplimente. Wir sind alle gute Freunde zusammen. Rief en la muntje en die Cayennepeper. Gib eine Limonie und gestoßenen spanischen Pfeffer her. Rief die Muster. Gib den Senf her. Uso di no ha poto en radis. Wieso gibt es keine Butter und Radiese? Jukas pul di glas sendo. Hast du die Gläser gespült? Di ponska mag. Ist der Punsch bereitet? Wat jen du will trink. Was wollt ihr trinken? Missa drink Pons. Ich werde Punsch trinken. Mino keer Pons mir in Wien. Ich habe weder Punsch noch Wein gern. Mi will drink Wien. Ich will Wein trinken. Mi keer Bier allein. Ich liebe Bier allein. No kitami, da wartus so somile drink. Sieh mich nicht an, ich trinke nur Wasser. Mach rau mit die Drink. Mach schnell mit dem, was wir trinken werden. Huso di pons no bin gut. Wie ist der Punsch nicht gut? Di bin alte syr. Er ist zu sauer. Di bin alte sut. Er ist zu süß. Die bin stark genug? Ist er stark genug? Die mankier bete sopi. Es fehlt ein wenig Rum. Mach hau en mag in ander Punsch. Mach schnell und bereite noch einen Punsch. Jendo no le jet. Ihr esst nicht. Probier die Radies mit en Bottuham. Probier den Radies mit einem Butterbrot. Da war die Sautfat bin. Wo ist das Salzfass? Die Radiesender bin jung. Die Radiese sind jung. Sender bin hu lecker. Sie sind sehr lecker. You know jet Butterham? Isst du kein Butterbrot? Minoke rau Butter. Ich habe geschmolzene Butter nicht gern. Ungeschmolzene Butter nicht gern. Your Gesundheit, mi Herr. Ihre Gesundheit, mein Herr. Mi dank you. Mi say you danki. Ich danke. As you believe, onza drink for die frine Rossi.
Wenn es Ihnen beliebt, werden wir auf den freien Handel trinken. Masque mi drinquatur lehn, missa trinkt ihre Sonntheit na in Rotglas Wien. Obschon ich bloß Wasser trinke, so werde ich doch die Gesundheit mit einem großen Glas Wein trinken. Mariol jeli no will jed mehr. Aber wollt ihr nicht mehr essen? Mino kann jed mehr. Ich kann nicht mehr essen. Mino sal kann jed Mittag. Ich würde nichts zum Mittag essen können. Komm und trinkwell bekomm die Mahltit. Komm, lass uns gesegnete Mahlzeit trinken. Lasst an uns, Hoppo. Lasst uns aufstehen. Nimm die Tafelhut weg. Nimm das Tischgerät weg. Jendo no will sit betje. Wollt ihr nicht ein wenig sitzen? War die Warte vor was Hand? Wo ist das Wasser zum Händewaschen? Mi Hand no bin fühl. Meine Hand ist nicht schmutzig. Komm uns Lob. Komm, lasst uns gehen. Na va jendo salob. Wohin werdet ihr gehen? Und salob na di Herberg, wo spel biljar, wo beweg uns, dat uns kan krieg Hunger vor jed Mittag. Wir werden ins Wirtshaus gehen, um Billard zu spielen, um uns zu bewegen, dass wir Appetit für Mittag bekommen können. Uns ruht du. Wir grüßen dich. Farewell. Lebt wohl. Jetzt kommen wir zu den Kommentaren. Ich sage das Wichtigste zuerst, also was ich bemerkenswert finde. Und zwar wegen dem freien Handel. Es wurde, ja, die Inseln St. Thomas und St. Jan wurden wenige Jahre zuvor zu Freihäfen erklärt. Also, das wurde schrittweise eingeführt. Es war, glaube ich, Moment, 1767 war dann alles auf dem Stand. Und das hat man dann auch gefeiert und mit auf St. Thomas hat man mit Kanonen geschossen, sogar auf St. Jan nur mit Pistolen. Also die Leute privat. Kanonen wurden auch für Salutschüsse viel eingesetzt. Da gab es auch Unterschiede, je nachdem, was für ein Schiff kam, wie oft dann geschossen und zurückgeschossen wurde. Und die Zölle sind fast weggefallen. Es gab dann unter besonderen Umständen gab es dann noch ein paar Zölle. Aber das war insgesamt viel weniger als sonst. Und deswegen sind viel mehr Schiffe nach diesen Inseln gekommen. Und die Zolleinnahmen sind sogar gleich groß geblieben. Also es steht, also in der Missionsgeschichte steht, dass die Einnahmen nicht darunter gelitten haben. Das kann sogar heißen, dass sie gestiegen sind im Verhältnis. Da der Herr Lüning hat hier auch über freien Handel auch in seiner Sendung gesprochen, dass man das Geld, dass man dann sich dann spart, dass man das wieder anderweitig verwenden kann.
Wenn ich es finde, gebe ich es dazu. So. Ja, da sagen viele Leute, man soll das, die Zölle, so, die schützen die einheimischen Märkte und so. Aber man muss ja nicht unbedingt die Sachen im Land produzieren wollen, die sich nicht rentieren. Dann soll man etwas produzieren, das sich rentiert. Also, ich glaube nicht, dass ein Land nur von Produkten abhängig ist, die nur gekauft werden, weil die ausländischen so teuer sind. Bei uns geht es ja viel um landwirtschaftliche Produkte und die machen bei unserer Wirtschaft nicht viel aus. Im Verhältnis. Man ist auch froh auf eigene Produkte. Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben hier zum Beispiel, wir haben sehr viel Käse. Also, wenn wir jetzt Käse aus Ländern importieren müssten, die überhaupt gar keine Tradition in der Käseherstellung haben, dann hätten wir vielleicht nicht mehr so guten Käse. Also das wäre dann schon schade. Gehen wir weiter. Hier fällt wieder auf, dass viele Gesprächsabschnitte, viele Sätze als Alternativen gedacht werden können. Und die sind auch nicht geordnet. Und man merkt, dass die Leute durcheinander reden. Ein Stück, wo man die Alternativen gut sieht, ist das mit dem Punsch, der ja entweder zu süß, zu sauer ist oder zu wenig Rum enthält. Die Radieschen, die sind dann schon noch aufgetaucht. Das kann zusammengehören. Das Wort Secreto kenne ich sonst von nirgends, aber ich habe die Betonung aus zwei Gründen so gewählt. Zwar, weil dieses Sie mit dem I aussieht wie, ja, wie ein Laut, vielleicht ein E, der in der unbetonten Silbe zu I geworden ist. Das gibt es in vielen Sprachen. Und wenn er die Betonung auf dem O gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich OE geschrieben, wie in Kingambo. Also, das ist Okra oder man sagt Gemüseaibisch auch. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das ist so ein Gemüse, ich habe es nie gegessen, aber es gibt es jetzt öfter zu kaufen. Auch in diesen arabischen Läden. Die sind da so, diese Form, wie dieser Abstand zwischen den Fingern. Das sind so Kolben. Das ist eigentlich ein Teil der Blüte. So Ecken. Kommt in einem anderen Gespräch vor. Hier weiß man, weil das Wort auch sonst bekannt ist, dass es auf der letzten Silbe betont ist. Und man hat hier das Ü. Und Ü ist auch sonst schon selten. Und gerade in einer unbetonten Silbe glaube ich, dass ich ein kurzes Ü nicht gehalten hätte. Also eher Sikrüto.
Schaue noch, ob irgendetwas Interessantes wäre. Die Aussprache, die muss ich auch noch üben. Das spielt sich so ein bisschen ein. Ich achte da ein bisschen auf das Holländische und auf diese Aufnahme, die es gibt mit dieser Geschichte mit der Nancy und Dekoma, also den zwei Spinnen. Ich gebe euch Verknüpfungen dazu zu einem Ausschnitt und auch zur ganzen Geschichte. Wegen Billard. Man hat im 18. Jahrhundert wirklich Billard gesagt. Das habe ich aus dem Wörterbuch des Herrn Adelung. So. Das sind ja so typische Geschichten aus Sprachlernbüchern. Aber es hat schon eine gewisse Komik. Und da wird irgendjemand wird hier ständig herumgescheucht. Ich glaube, es ist die Haushälterin, die vorhin erwähnt wurde im vorigen Kapitel. Diese Leute sind hier ziemlich anspruchsvoll und dann wollen sie plötzlich aufbrechen. Also ich kann mir vorstellen, dass der dann froh ist, wenn sie weg sind. Die ganze Szene erinnert mich auch ein bisschen an den Anfang vom Hobbit, also dem Buch, wo Gandalf die ganzen Zwerge zu Bilbo eingeladen hat. Wenn ihr es nicht kennt, lest es einmal. Das erste Kapitel ist ziemlich lustig. Eigentlich hatten sie nur ausgemacht, dass Gandalf zum Tee trinken kommt und er hat sich Bilbo gerade noch daran erinnert. Und wollte noch einen Kuchen auftischen. Und dann kam schon der erste Zwerg. Und also jetzt noch danke für die vielen Aufrufe, also für jeden Einzelnen, der sich das angesehen hat, letztes Mal. Ich hoffe, die Fortsetzung hat euch gefallen. Und es wird bald wieder einen Teil geben. Da ist dann jemand beim Schneider und will sich neu einkleiden. So. Dankeschön. Und auf Wiedersehen.